Hallo Deutschland, willkommen zur heutigen Sendung. Ein Baggerfahrer unter Schock. Einer Spannung von 15.000 Volt war er wohl noch nie so nah. An einem Bahnübergang bleibt er mit dem Ausleger seines Baggers in einer Hochspannungsleitung der Bahn hängen. Die Hitze des Sommers kann sich auch auf die Meerwasserqualität auswirken, so Experten. Auf jeden Fall vermehren sich Bakterien bekanntermaßen in warmem Gewässer leichter. An der Ostsee wurden in diesem Sommer bis jetzt 4 Erkrankungen durch eine Vibrioneninfektion registriert. Jetzt ist eine Frau gestorben. Tja, absolut. Und gute Taten werden gerade auch in Nordrhein-Westfalen groß geschrieben. Die Sanitäter in Herne, die opfern zum Teil sogar ihren Urlaub, um momentan beim größten Volksfest im Ruhrgebiet helfen zu können, bei der Kranger Kirmes. Und bei einem solchen Massenevent ist ihre Hilfe auch dringend nötig. Ja, und wenn Sie noch mehr spannende Reportagen sehen wollen, dann finden Sie die wie immer im Internet unter zdf.de in unserer Mediathek. Knapp 15 Millionen Katzen leben in Deutschland und 2 davon bei mir in der Familie. Die 2 hier. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die Katzen liebt. Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen. Warum? Dieser Frage ist unsere blond nachgefragt Reporterin Konstanze Polaschek nachgegangen am heutigen Weltkatzentag. Ja, die haben ihren eigenen Kopf. Bei Leute heute kommt es jetzt zu einem Wiedersehen mit Cameron Diaz. Die Schauspielerin hat jahrelang eher zurückgezogen gelebt. Jetzt ist sie wieder da, aber nur ganz kurz, sollten Sie nicht verpassen. In ein paar Sekunden geht's los.